Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem Overwatch. Was? Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Ich habe euch ja gesagt, dass ihr mir Fälle von euch schicken könnt, also Spiele von euch schicken könnt, bei denen ihr oder eure Mates sicher seid oder vielmehr sicher wart, dass da jemand anhatte. Dieser Fall ist von Pexi. Vielen, vielen Dank für deinen Case. Und Pexi schreibt mir per Mail, hey, mein Teammate hat sich beschwert über Bambala, also der Name halt von ihm, weil er davon überzeugt ist, dass er cheatet. Es ist ein Teammate von ihm und zwar Ihmchen hier, den wir hier jetzt eben sehen. Und ja, wir gucken einfach mal rein, ob der Lurch anhat. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass es wie eine Demo aussieht. Und er tänzelt hier nur dödelig rum, okay? Ja, hat jetzt hier die Bombe gelegt und nichts mehr gemacht. Also das in der ersten Runde war nichts. Wer übrigens seinen eigenen Fall bei mir hier sehen möchte, der muss mir irgendwie auch schreiben, dass er mir den Fall zugeschickt hat per Mail, weil diese Fälle ablaufen. Also eure Matchlinks, über die ich die Spiele runterladen kann, also die Demo, die laufen irgendwann ab und dann kann man sie nicht mehr benutzen. Er schmeißt hier eine, ja, okay. Sehr langsam Smoke. Also er spielt dödelig. Also bis jetzt ist es sehr, sehr dödelig. Weglaufen, in den Mate reinrennen, nachladen und sowas. Ja. Erwartet er ihn hier? Mhm. Behind kommt einer durch. Das war aber sehr merkwürdig reingesprayt. Obacht, jetzt geht er auf B und da oben ist einer direkt close. Man hat ihn auch gesehen. Okay, okay. Alles klar, er will nicht mehr B gehen. Das war ihm wohl schon zu viel. So, passt auf. Jetzt kommt einer von behind und er riecht ihn so ein bisschen. Ha. Natürlich rechnet man damit, dass dann irgendwann da einer kommt, aber er war auf einmal sehr aware, obwohl er noch weit hinter den Wänden war, dass da was rumkommt. Wir halten mal sein gesamtes Crosshair-Placement im Auge und vor allem auch sein Screen-View, also was er sehen kann, auch an den Rändern. Es sieht komisch, also es sieht merkwürdig aus in der Demo, die Legerei. Aber ja, hier der Fokus ist doch sehr... Gut, er hat doch kein Fadenkreuz, ne? Das ist, macht das irgendwie alles doppelt und dreifach merkwürdig. Fällt mir jetzt erst auf, dass er kein Fadenkreuz hat, hä? Doch. What the fuck, das war doch eben weg. Alles eben kurz weg, da bin ich blind. Und jetzt ist es weg, das Fadenkreuz ist weg. I'm pretty sure, dass es jetzt gerade weg ist. Der macht sich jetzt an und aus, oder was? Ist das ein Demo-Fehler, dass das Fadenkreuz weg ist? Das muss ein Demo-Fehler sein, oder? Und dann macht der sich das an und aus und das wird bei mir... Ah! Kurzer Demo-Lag oder er hat einfach voll draufgezogen. Ich meine, den hat man auch gehört, okay, aber... Er ist echt ein bisschen merkwürdig. Jetzt pass mal auf, wie er hier den Fokus hat. Gut, die hört man halt rennen und... Also es ist wirklich merkwürdig, also Richtung Vision Assist würde ich jetzt echt langsam tendieren. So wie er das hier bespielt. Er weiß auch genau, es kommt niemand, oder was? Ah, aha. Okay. Ja, alle weg. Er aimt jetzt hier oben wieder Rampe ab, was ja passt, obwohl da überhaupt niemand ist, aber das ist ja in Ordnung, so wie er das eben macht. Jetzt geht er rauf, Richtung Yellow, durch. Ist sich hier übrigens... Na gut, ich meine, wenn der Mage schon so weit ist, ist natürlich hier drüben der Feind in der Ecke stehen, könnte dann eher auf ihn bedacht. Also, trotzdem ist er da irgendwie gerade ganz schön ballsy einfach durchgelaufen, ohne irgendwie zu checken. Ja, Pexi, also das riecht hier wirklich stark nach einem Vision Assist, würde ich sagen. Natürlich war das ja auch wieder eine richtige Vermutung, die auch ein Legend anstellen würde, dass hier jemand kommt. Aber dieses Timing und so, wie er es macht, schaut mal auf, wie er den Bildschirm eben beibehält, um ihn hier links immer wieder schön sehen zu können. Er aimt manchmal absoluten Murks ab und sieht ihn hier halt immer wieder. Er ist sich sehr, sehr sicher. Was war das eben? Warum hat er hier auf den Boden geaimt? Was ist das? Jetzt will er aber, dass er gehört wird, oder was? Eieiei. Mal gucken, ob er den jetzt durch die Planke holt. Wie will er uns das jetzt verkaufen, dass er den zufällig gesehen hat? Oder hofft er einfach auf einen Step von dem? Also ja, das ist hier... Das wirkt hier doch stark. Das ist... Also hier ist ein Vision Assist am Start auf jeden Fall zu 100%, hä? Pexi ist ein guter Fall, das ist echt ein guter Fall. Ich meine, außer... Es ist ein Stream und es geht um Streamsnipe. Okay, dann... Streamsnipe ist halt sowas wie Vision Assist. Das weiß ich halt nicht. Aber es würde ja genauso zählen. Streamsniping ist gleich Vision Assist, ist gleich Cheats. Also von daher ist das natürlich so oder so dann trotz alledem ein Grund reinzubannen. Ja. Ah ja. Schieße mal schön in den Enkel. Oh, sehe schon ziemlich nah. Na, guck mal, jetzt zieht er sich zurück. Er hat hier keine Info, dass der Gegner irgendwie näher gekommen ist.
und riecht es aber trotzdem. Also das ist auf jeden Fall ein absolut schlechter Molly gewesen. Ja, Vision Assist. Vision Assist. Vielleicht sogar Aim. Also vorhin da die... Guck dir das an. Das ist so lächerlich. Also das ist ja ekelhaft, wie er das benutzt. Das ist so richtig, richtig widerlich. Und ich würde sagen, sogar am Ende, weil so kacke, wie er rumwurschtelt, wie er pre-aimt und sowas, ich würde sogar zum Ende hin sagen, auch Aim Assist. Dieser Drücker am Ende dann, drückt er kurz, damit es in den Kopf geht. Da steht, da muss ich jetzt wahrscheinlich rechtfertigen, ja, ich habe dich gerochen. Schön die Cam wieder auf den Feinden, auf beiden. Er hat den Droppen gehört, das muss man jetzt natürlich hinzukommen sagen und er checkt es nicht, hä? Das wäre jetzt ja sogar rechtmäßig, ne? Hätte er da einfach reingejallert in den gedroppten. Gucken, was er jetzt hier noch macht. Bleibt einfach stehen, 4 Sekunden. Ja. Ah, es ist Short Match. Das ist schon mal gut. Dann können wir uns vielleicht doch einfach alles angucken, ja? Was treibt der denn? Er macht so komische Sachen zwischendurch. Pexi, du kannst ja mal die Kommentare schreiben, ob der sich irgendwie gerechtfertigt hat im Chat. Weil er immer wieder stehen bleibt, also als wenn er chatten würde. Bei CT ist es für ihn natürlich jetzt noch einfacher, mit dem Vision Assist hier reinzuregeln, weil er ja der Wartende ist. Er ist auch so langsam. Das ist ganz merkwürdig. Hast du das gesehen? Dieses Hektische? Und der ist hier vorhin noch rumgekommen und hat dem, der da hinten hinter dem Holz war, einen schönen kleinen Flick reingeballert. Ja, das verkackt er wahrscheinlich, ne? Na jo. Bambi geht ja sowieso schon hoch, Monsieur. Hier unten kommt wieder ein Gegner ran, der nicht gelaufen ist. Er wartet auf ihn. Und? Das gerade eben. Und jetzt sowas. Weiß ich jetzt nicht. Es kann natürlich auch Lucky sein. Also bei dem Aim Assist bin ich mir nicht so extrem sicher. Wie beim Vision Assist. Vision Assist ist zu 100% klar. Aber Aim wirkt schon auch sehr, sehr, sehr. Also das ist irgendwie auffällig. Ist natürlich bitter für Pexi, weil halt das Spiel dann leider weg ist. Also der Sieg, dass das halt dann nicht zählt, die Elo. Aber ja, Keck ist Keck, ne? Der muss schon weg, der Knilch. Achtung, er geht wieder auf die Yacht. Ne, er geht aufs Klo. Oh, es muss doch so langweilig sein. Oh mein Gott. Der will ihn anlocken. Der will ihn mit dieser Tür anlocken und hofft, dass er kommt. Dass er dann seinen verschissenen Vision Assist benutzen kann. Ja, das war's. Was ein trauriger Lappen. Jetzt will er hier den schnellen Max machen, fällt aber auf die Nüsse und wird gekillt. Uff. Das war's. Ja, Pexi. Also da würde ich sagen, er hat auf jeden Fall Vision Assist gehabt. Bei Aim Assist bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke schon auch. Also wenn man die Schüsse davor gesehen hat, was er da für einen Quark fabriziert hat. Und dann gelingen ihm diese Shots recht oft. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 wirklich sehr stabile Headshots, die aus dem Nichts kamen. Das ist schon etwas arg viel Glück. Also wenn so ein Dödel plötzlich dann solche Dinger macht, ja. Ich gehe stark davon aus, ihr habt ihn reportet. Zu Recht. Pexi, vielen, vielen Dank für deinen Fall. Falls ihr mir einen Fall von euch senden wollt, also ein Shortgame, ein Matchmaking, ein Wingman und so weiter und so fort, könnt ihr mir einfach euren Matchlink schicken. Hier bei Your Matches würden die Matches stehen und ich glaube, hier unten rechts ist dann irgendwie so ein Knopf, Match-Share-Link oder irgendwie sowas. Das ist halt zum Teilen des Matches, kann man dann diesen Link benutzen. Den kann man mir einfach per Mail schicken. Ich hau die Mail wieder in die Kommentare und in die Videobeschreibung. Und ja, man sollte noch dazu schreiben, wer der Suspect ist und dann kann ich das einrichten, dass es eben so ist, wie gerade eben auch. Dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns heute Abend im Livestream wieder. Fette CSGO-Action. Denkt dran, es gibt die leckere AK-47 Bloodsport im Livestream-Giveaway. Also rankommen, meine Damen und Herren. Danke, danke. Haut da rein. Kommentare, Likes, pipapo. Muah. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.